Ich möchte auch noch mal etwas sagen zu den beiden Vorschlägen aus FDP und CDU, nämlich die Steuern zu senken. Und Herr Seehofer, der ja mit in der Union ist, hat da ja noch mal gestern und heute richtig voll zugelangt und hat große Versprechungen gemacht. Aber eine Frage ist in der Tat noch nicht beantwortet, nämlich in welche Kasse soll denn gegriffen werden? Jetzt werden Steuersenkungen angesagt. Ich glaube, es ist wirklich so, nur im Märchen kurbeln Steuersenkungen die Konjunktur derart an, dass also Haushaltslöcher von alleine verschwinden. Also Krümmel darf nicht wieder ans Netz gehen. Wir müssen die Ängste und Sorgen der Bewohner hier in der Region da sehr, sehr ernst nehmen. Und für uns geht Sicherheit vor Profit. Deswegen haben wir da eine eindeutige Haltung. Deswegen sagen wir, dass wir eingeschaltet sind. Und die Restlaufzeiten dürfen auch nicht auf irgendein anderes Atomkraftwerk übertragen werden. Und was die Zeit angeht, wenn wir jetzt Gorleben zu Ende erkunden und dann am Ende feststellen, das ist es jetzt aber doch nicht, dann kriegen wir langsam ein Problem. Deswegen müssen wir jetzt zurück auf Null, ergebnisoffen, nach wissenschaftlichen Standards neu erkunden. Danke sehr. Ja. Es ist richtig, in dem Deutschlandplan von Frank-Walter Steinmeier ist die Möglichkeit aufgezeigt, wie es gelingen kann, in den nächsten 10, 15 Jahren bis zu 4 Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen, wenn alle mitziehen. Und im Gesundheitsbereich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in den letzten 2, 3 Wochen in 2 unterschiedlichen Alteneinrichtungen jeweils einen halben Tag mitgearbeitet, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf an Arbeitskräften dort gibt. Ja, ich glaube, dass wir sehr viel mehr und sehr viel früher da anfangen müssen, den Übergang von einer Schulform zur anderen zu verbessern. Das fängt für mich schon an beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule und in die weiterführenden Schulen. Ich verrate kein Geheimnis, dass ich ein Befürworter bin von längerem gemeinsamen Lernen. Ich würde also gerne langfristig das dreigliedrige Schulsystem ersetzen durch ein längeres gemeinsames Lernen, weil ich glaube, dass Kinder nach der 4. Klasse zu früh aufgeteilt werden in die weiterführenden Schulformen. Und deswegen muss eben in der ganzen Bildungskette darauf hingearbeitet werden, dass junge Leute in der Lage sind, einen Beruf zu ergreifen. Und dieses sogenannte Übergangsmanagement, das muss wesentlich verbessert werden.